Servus zusammen. Dieses Video wird von meinem Partner G-Portal unterstützt und falls ihr einen Game-Server sucht oder einen Voice-Server, könnt ihr gerne in die Videobeschreibung gucken. Da habt ihr meinen Partnerlink drin, da könnt ihr 10% auf euren Wunsch-Server sparen und unterstützt mich dabei kostenlos. Aber jetzt geht's weiter mit dem Video. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 im Story-Projekt. Ja, wir waren ja die letzten Tage unten bei der Versteigerung und haben ja ein paar Maschinen gekauft. Ich bin immer noch überzeugt, dass der sich irgendwo geirrt haben muss bei den Preisen, zumindest teilweise. Aber mal ganz ehrlich, solche Schnäppchen, entweder hat der das Geld nicht gebraucht, der Eigentümer, und es musste einfach nur alles weg, oder es wurde hier echt ein Fehler begangen. Aber ich beschwere mich mal nicht. Unser Preis für 62.000 war ja echt gut. Aber mal ganz ehrlich, ich habe ja den Service und alles ausgeschlagen, das machen wir ja alles selber. Aber die Maschinen sind auch schon geliefert worden gestern. Und ich muss euch auch noch was gestehen. Ich habe zwischenzeitlich mit dem Händler auch noch ein paar Sachen besprochen, was wir noch am Hof gebraucht haben. Beziehungsweise zum aktuellen Stand hätten wir es nicht gebraucht auf dem Hof. Aber für das, was ich vorhab. Und ich hoffe, dass ich noch einen Partner finde, mit dem wir das umsetzen. Dann erfahrt ihr auch ein bisschen mehr darüber. Aber ich habe mir erstmal hier den schönen Fliegelhänger gegönnt. Weil ich sag mal ganz ehrlich, mit dem Drehschemel wisst ihr selber, ist nicht so mein Freund der Hänger. Wir haben den immer noch. Aber erstens kriegen wir hier ein bisschen mehr weg. Und es ist einfach wesentlich angenehmer zum Fahren. Unser Fan ist ja noch der alte, aber hier steht auch schon der John Deere drin, den wir gekauft haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, der war ja eigentlich wirklich ein Schnäppchen. Ziemlich günstig, eigentlich, dachte ich. Gut, wir wussten, dass er ein paar Stunden runter hat. Aber ich muss mal ganz klar sagen, er gibt auch ein paar Geräusche von sich. Weil wir durften den ja so nicht fahren. Aber ich bin den ja mal hier vom Hänger runtergefahren, haben hier reingestellt. Also es gibt schon ein paar Klopfgeräusche. Ich bin echt gespannt, ob wir da selber was machen können oder ob der in die Werkstatt muss. Vor allem bin ich gespannt, was es dann kostet, weil das kann auch ganz schnell so ein Massengrab werden, das Ding. Und zum Geld verschenken sind wir ja nicht da. Aber dafür ist der Dexerion, denke ich, ein bisschen besser. Also da werden wir auch noch eine Probefahrt nachher mitmachen. Und ich habe noch das beim Händler hier gekauft. Einen schönen Tieranhänger. Weil klar, wir haben erst geredet, ob vielleicht der Herr Meier und der Gemeinde uns die Maschine hier hochbringt. Ja, die Maschinen sah ich schon. Ich bin heute komplett neben der Kappe mit den ganzen neuen Fahrzeugen hier. Mit den Kühen. Weil wir dürfen ja jetzt Kühe halten. Aber ich dachte mir, wenn man doch mal ein Tier wegfahren muss zum Arzt oder mal welche verkaufen oder mal neue Tiere dazu holen, sind wir immer auf andere Leute angewiesen. Und ich glaube, es schadet nicht, weil wir können den auch nutzen für unsere Schafe. Es ist, glaube ich, eine Bereicherung für unseren Hof. Und ich habe da schon extra ein bisschen die längere Variante genommen. Dass wir halt auch ein paar Tiere reinkriegen. Wir könnten rein theoretisch 6 Kühe transportieren. Aber man muss es ja nicht ausreizen. Aber lieber, dass die Tiere ein bisschen mehr Platz haben. Es soll ja ein bisschen auch ums Tierwohl gehen. Dann, was haben wir denn noch? Ich muss jetzt auch mal ein bisschen auf den Stand kommen, dass ihr auch wieder Bescheid wisst. Wir gucken mal hier kurz in den Dachboden rein. Ja, da ist eigentlich nur unser Auto drin. Und ich muss echt sagen, der Discovery, es ist echt ein Traum. Dieses Auto fährt sich super. Es hat Stauraum. Es ist echt genial. Bis jetzt sehr zufrieden, muss ich wirklich sagen. Ist ein guter Ersatz für den Unimog. Auch wenn er nicht ganz so viel leisten kann wie der Unimog, aber okay, das passt. Hier haben wir ja noch den Traubenanhänger, den haben wir ja auch noch bestellt. Der ist auch mittlerweile da, ist ja alles mitgekommen. Und schaut euch mal an, was das für ein Schmuckstück ist. Wir haben den ja extra mit dem hydraulischen Deckel genommen, dass wir den auch zumachen können.
Aber hier auch so ein bisschen die Kammern aufgeteilt und die Schnecke unten drin. Ich glaube, damit haben wir echt einen ganz guten Griff gemacht. Auch mit den Leitern. Also ich bin echt guter Dinge. Ich hoffe natürlich, die ganzen Investitionen lohnen sich. Wir sind ja noch nicht am Ende. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Ja, hier ist unser kleiner Fan drin und die ganzen Weingeräte, die kleinen. Wie gesagt, Ernter kaufen wir erst. Beziehungsweise diese Saison will ich noch gar keinen kaufen. Ich will erstmal ein Vorführgerät haben zur Miete. Und erstmal schauen, was wir Ertrag rauskriegen und so weiter, bevor ich mir da wirklich einen Ernter kaufe und vor allem schauen, was für ein Ernter. Und ich bin auch die ganze Zeit, gut, ich komme jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, habe ich mir schon gedacht, was machen wir denn klar? Wir haben den Hof, wir haben die Grasflächen alles zum Mähen, ja, wir haben ein großes Fahrsilo für Silage, wir haben oben unser Heulager und wir haben unsere Tiere so ein bisschen. Und gegen Ende Sommer sowas, was ich jetzt gesehen habe. Moment, wir schauen mal nochmal in den Kalender rein, bevor ich irgendeinen Schmarrn erzähle. Haben wir hier die Trauben, dass wir so langsam September, Oktober, je nachdem wie es geht, mit der Traubenernte anfangen können. Und wir haben in der Zwischenzeit ja nicht wirklich viel zu tun, außer unseren Grasschnitt und das Hofleben. Und ich habe so ein bisschen mit dem Gedanken gespielt. Deswegen werden wir da nachher auch gleich mal zum Herrn Petersen fahren. Mit dem haben wir uns ja schon mal ein bisschen unterhalten bei der Auktion. Und ich fand, das ist ein sehr sympathischer Mensch eigentlich. Ich wollte mich mit dem mal unterhalten, ob wir eventuell ein bisschen gemeinsam auf Ackerwirtschaft gehen. Weil ich tät mir auch gerne noch ein Feld kaufen, beziehungsweise ein Acker. Hier bei uns ums Eck rum. Ich weiß nicht, sieht man das, wenn wir hier stehen? Ah, hier hinten, da wo der Baum ist. Da das Feld, das würde mich sehr interessieren, aber das kann ich euch mal kurz auf der Karte zeigen. Quasi hier die Parzelle 13. Weil das habe ich nämlich mitgekriegt, dass man die noch bewirtschaftet aktuell. Aber eigentlich möchte man die Fläche loswerden. Genauso auch wie die 23 und ich glaube die 20. Aber so viel Geld haben wir nicht. Aber mir gefällt diese Fläche, die 13, ganz gut. Und da wäre aktuell, glaube ich, Sorghumhirse drauf, wenn ich mich richtig informiert habe. Dieses Feld deckt mich für uns, also diese Ackerfläche wird mich interessieren. Problem ist, selber können wir natürlich das Ding nicht bewirtschaften, weil wir die Maschinen nicht haben. Aber der Herr Petersen hat ja doch ein paar Maschinen, was in Ackerwirtschaft geht, da unten gekauft. Und es hat sich auch so rausgehört beim Gespräch, dass er auf Ackerwirtschaft gehen möchte. Er hat aber keine Erntetechnik, so viel ich gehört habe. Genau da ist eigentlich mein Investitionsplan. Wir haben ja doch, für das, dass die Maschinen relativ günstig waren, was heißt relativ, die waren saugünstig, muss man wirklich sagen, hätte ich nicht erwartet, dass wir so günstig an so viele Maschinen kommen und vor allem an solche Maschinen. Haben wir ja noch ein bisschen Budget und wenn das mit ihm klappt und er da Lust hat, würde ich vielleicht sagen, dass wir uns eine Ernte kaufen und er die Feldgeräte hat zum Ansehen und so weiter, dass wir uns da ein bisschen im Fuhrpark ergänzen, dass wir uns die Maschinen quasi teilen und so ein bisschen zusammenarbeiten. Aber natürlich steht und fällt es mit seiner Entscheidung. Nur noch so ein kleines Hirngespinst von mir, weil dann könnten wir auch so über den Sommer so ein paar Ernteaufträge ein bisschen mitmachen, so Erntehelfer. Und wir haben ja auch die Pachtwälder mit dem Dave. Da denen uns das auch in die Karten spielen. Da könnte ich nämlich auch selber dann ernten. Und vor allem passt auch der Hänger dazu, weil wir dann einen guten Abfahrgespann haben. Wäre schon genial. Das Fass hier. Müssen wir auch nochmal einen Händler drüber gucken lassen, weil ich sag mal, wir haben dieses Fass ja für sage und schreibe 8.000 bekommen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Dieses Fass kostet nun mal über 100.000. Also ich habe schon gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der einfach nur alles loshaben wollte, warum auch immer. Und dann sich hier verkrümelt hat, weil wie ich gehört habe, ist er ja dieser, wie hat er gesagt, Flippy. Ist er anscheinend ins Ausland gegangen, hat hier alles abgebrochen, alles verkauft und weg.
gut. Ich weiß, ich will auch nicht wissen, was da noch so gelaufen ist. Ich bin erstmal happy, dass wir so günstige Maschinen haben. Aber ich finde einfach, es war zu günstig. Ich hoffe nur, dass es da keine weiteren Probleme geben wird. Und wir werden jetzt auf jeden Fall diesen wunderschönen Xerion schnappen. Weil ich ja gesagt habe, wir machen mal eine Probefahrt. Der hat ja auch ein paar Stunden, so ist jetzt nicht. Aber ich bin hier auch schon mal ein Stückchen auf dem Hof gefahren. Und er fährt sich soweit echt ganz gut. Also, gefällt mir. Und ich dachte mir jetzt, dass wir den Vieh-Anhänger mitnehmen. Da unten durchfahren wir jetzt lieber nicht. Dem traue ich mich noch nicht. Weil der ist doch ein bisschen groß. Und werden dann mal zum Herrn Petersen rüberfahren. Ja, das passt. Und dann werden wir mit dem uns mal unterhalten. Und hoffentlich kommen wir da zu einer Einigung, weil es wäre, glaube ich, für beide Parteien nicht schlecht, wenn wir da ein bisschen zusammenarbeiten könnten. Aber mal gucken. Und wir fahren mal oben ein bisschen durch den Wald. Weil ich möchte ja auch wissen, wie der sich von der Federung und alles so gibt. Fahren wir jetzt einfach mal hier hoch, da kommen wir nämlich auch hinten raus. Ja, er zieht schon. Boah, das ist doch... Boah, doch, da merkst du, dass der Leistung hat. Und der kriegt die auch gut auf die Straße. Wenn man das Straße nennen kann, das Ganze hier. Wie macht sich denn der Hänger hinten dran? Ja, der geht da auch gut mit. Perfekt. Also das ist schon echt ein Traum gewesen. Ich habe zwar echt ein bisschen Befürchtung gehabt, dass uns die Maschine nicht wirklich was bringt, dass die eigentlich nur rumsteht. Aber mal ganz ehrlich, hat sich richtig gelohnt. Aber so richtig. Und wenn wir da doch ein bisschen Richtung Ackerwirtschaft gehen, dann lohnt das sich vielleicht noch ein bisschen mehr. Ey, was ist denn da oben los? Wartet mal. Bleib mal stehen. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte, da oben ist ja... Da ist ja tatsächlich, liegt da ein Baum da oben. Ich glaube, da sollten wir doch einmal mal anrufen. Ich denke, bei der Feuerwehr, die kümmert sich da drum. Warte mal, jetzt muss denn die Nummer von der Feuerwehr... Ach da, schauen wir doch mal, ob da jemand hingeht. Na, bis jetzt tut es nur. Oh, Feuerwehr, das ist was, kann ich für Sie tun? Hallo, Berger hier. Hallo. Ich war gerade bei mir oben am Wald unterwegs. Bei mir am Hof. Und wenn man über die Hauptstraße weiterfährt, kommt man ja in das zweite Waldstück, wo oben der Unterstand steht. Und ich habe gesehen, dass da ein Baum quer über dem Weg liegt. Okay, dann bräuchte ich auch mal Ihren vollen Namen. Horst Berger. Ja, das ist die Straße. Das ist die Bergstraße. Ja. Okay. Ort ist dann Dürrenrot, oder? Ja, genau. Objekt ist dann ein Baum. Ja. Stichwort. Erlbaum auf Straße, Schleiffeuerwehr. Also es ist halt ein Nebenweg, es ist nicht auf der Hauptstraße, es ist auf dem Waldweg, liegt der quer. Okay. Also es ist jetzt nicht brisant, sagen wir so. Ja, wir schicken trotzdem die Kollegen mit Blaulicht hin. Ja, okay. Weil wir nicht wissen, was da sonst passiert. Mhm. Okay, also wenn Sie noch kurz auf Rückfragen warten würden. Ja, ich bleib gerade stehen, ich stehe auf der gegenüberliegenden Straßenseite, da können Sie nämlich direkt dann hinfahren. Ja. Dann würde ich jetzt die Alarmierung machen und dann würde ich dann nochmal Ihnen dann sagen, ob Sie auflegen können oder nicht. Ja, okay.
die Sirene läuft auf jeden Fall schon mal. Bin ich mal gespannt, wie schnell sie hier sind. Bin echt gespannt, hat er mich am Telefon vergessen? So, jetzt bin ich nochmal da. Die Feuer wurde alarmiert. Ja. Genau, die werden jetzt kommen, dann würde ich sie. Sie beißen die ein, oder? Ja, ich stehe hier an der Straße, also dann sage ich denen, wo sie hin müssen. Genau, das ist Bände. Gut, dann danke ich mich bei dem Anruf und Sie können jetzt auflegen. Jawohl, danke, wieder. Tschüss. Florian, was soll ich mir anziehen? Gleich. Ist das ein Hammel? Naja, dann warten wir halt jetzt mal ganz kurz, bis die da sind. Ich hoffe, die tauchen ziemlich schnell auf. Wir müssen ja schließlich auch weiter, so ist ja nicht. Gehen wir mal ein bisschen weiter vor. Ja, also bis jetzt ist noch keiner da. Ich hoffe, die kommen damit klar, wenn ich sage, der Waldweg oberhalb der Bergstraße. Aber wir werden es ja gleich sehen. Ja, aber ist meistens so, wenn man halt auf was wartet, dann vergeht die Zeit überhaupt nicht. Oh, hier sind Schneekettenpflicht. Na gut, dass wir momentan Mai haben. Wird auch noch keine Sirene. Ja, aber gut, es ist bloß ein Baum, also. Ich glaube kaum, dass sie da so viel Tamtam machen. Mal wenigstens mal ein bisschen die Landschaft genießen hier. Und wenn man sieht, da hinten unser Hof. Ist auch schon so ein schönes Stückchen. Schönen Überblick eigentlich. Hilft ja nichts. Ich höre aber auch noch keine Sirene und nichts. Da hinten kommt jemand, da kommen sie. Da sind sie doch schon. Da sind sie doch. Kommen sie rüber. Können sie gleich. Dave, du! Ja, ich hier. Hier oben, du kannst ja gleich reinfahren. Ich bin extra auf der Seite stehen geblieben. Ja. Dann habe ich bloß gesehen, wo ich vorbei bin, dass da der Baum liegt. Ja. Ich sehe schon. Braucht er mich dann noch, oder? Eigentlich jetzt nicht, oder Florian? Nee, soweit erstmal gar nicht. Okay, dann euch viel Spaß. Dankeschön für die Information. Jo, bitte, danke, gerne. Ich fange schon mal an, Florian. Genau. So, dann können wir ja weiterfahren. Ging ja doch eigentlich relativ zügig. Dann fahren wir jetzt mal ganz schnell rüber zum Petersen. Ich glaube, da können wir gleich hier oben rumfahren. Da
Ja, auf jeden Fall. Wir sollten vielleicht auch mal ein bisschen Öl wechseln und sowas machen hier beim Xerion. Ein paar Filter tauschen. Ich glaube, das schadet dem nicht. So, warte mal. Dann fahren wir doch gleich mal einfach hier oben rein. Guck mich hier oben rein. Ich würde mal sagen, das war einmal zu früh. Fahren wir hier rein. So. So, Herr Petersen. Moment. Nee. Ganz schön eng hier drin. Ein wunderschön. Ja, guten Tag. Wie geht es Ihnen denn? Ja, ganz gut. Und selber? Ja, man kann sich nicht beklagen. Mal so eine kleine Probefahrt hier mit meinem neu erworbenen Schätzchen. Ich erinnere mich. Wie sitzt du denn mit Ihren Maschinen so zufrieden? Haben Sie mal ein bisschen drüber geguckt? Ja, der Fendt hat ein bisschen was gebraucht. Der Mulcher ein bisschen, aber ansonsten? Also nichts Gravierendes? Nee, nur ein bisschen Kleinkram. Aber ich sag. Der Mulcher war, ne, einmal besser schärfen und ein bisschen abschmieren. Ja, gut, das hält sich ja alles im Rahmen. Ich muss auch sagen, ich bin soweit ganz zufrieden. Der Xerion macht eigentlich auch so seinen Job. Der kriegt es auf jeden Fall mal nach so einem Ölwechsel und ein paar neue Filter. Ein Sorgenkind ist allerdings der John Deere. Der war, wenn ich mich recht entsinne, gar nicht mal so neu. Nein. Also so gut. Also sagen wir mal so, er ist ein neueres Modell, aber wurde ganz schön beansprucht. Und ich habe schon gemerkt, wo ich ihn eingeparkt habe, dass er schon so ein paar komische Geräusche von sich gibt. Also ich bin mir da noch nicht so sicher, ob das nicht noch ein Geldgrab wird. Hm. Ja, beim Fan, gut, der hat jetzt neue Reifen gekriegt und einmal ist er zum Folierer gegangen. Ich habe den einmal folieren lassen. Was für eine Farbe, wenn ich fragen darf? Weiß mit schwarzen Felgen. Oh. Also steht quasi das Gegenstück zum Xerion. Wo steht er denn? Gedreht. Weiter unten. Oh, den muss ich mir unbedingt nachher mal angucken. Ja gut, ich weiß auch noch nicht so genau, was ich mit dem hier anstelle, ob ich den so lasse oder nicht. Also ich sag mal so, mit den Felgen bin ich mal noch nicht so ganz glücklich. Und ich weiß noch nicht, was ich hier von dem Grün hier halten soll. Ja, das ist für das Grün ist anders. Mir schwebt da eher so ein schönes dunkles Rot vor. Ja, könnte, also das wird wohl gehen. Aber da muss ich mal mit dem Händler mal reden, was er da so im Lager hat. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es da glaube ich gar nicht. Also hatte der da nicht so viel. Dann müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall dieses Grün. Nee. Also ich glaube, es ist alles besser wie Grün. Muss ich sagen. Aber ich bin da auch ein bisschen aus einem anderen Grund gerade bei Ihnen, Herr Petersen. Ah, ja. Wir haben uns doch ein bisschen bei der Auktion unterhalten. Ja, offenbar. Und Sie haben ja schon so in die Richtung gesagt, dass Sie in die Ackerwirtschaft gehen wollen. Und haben ja auch ein paar Maschinen dafür gekauft. Ja, gut. Also hauptsächlich wollte ich jetzt nicht unbedingt Acker, aber ich muss mich ja auch irgendwie beschäftigen. Ich kann ja nicht das ganze Jahr über warten, bis also die Wiesen hin und wieder mal fertig sind. Ja genau, weil das Problem habe ich nämlich auch, weil die machen ja wahrscheinlich auch Kühe, nehme ich an, in Zukunft. Ja. Ich habe ja auch meine Kühe, wo jetzt Plan. Dann kommen, deswegen habe ich auch schon meinen Viehanhänger dabei. Da wollte ich nämlich als nächstes hin und habe ja meine Schafe und eigentlich auch eher Grünlandwirtschaft. Bis auf meine paar Weinreben, aber die kommen ja auch erst Ende des Jahres. Und bin jetzt gerade so überlegen, ob nicht so ein bisschen Ackerbewirtschaftung vielleicht so ein bisschen die Zeit zwischendrin füllt und auch ein bisschen den Geldbeutel aufbessert. Ja, den Gedanken hatte ich dann auch nebenbei. Weil, ich meine, ich habe zwar ein bisschen was an Startkappe, aber irgendwann ist das auch vorbei. Ja, das stimmt. Und ich muss sagen, durch das, dass wir ja günstig jetzt an die Maschinen gekommen sind,
Ist noch ein bisschen Budget offen. Und ich sag mal so, allein kann ich jetzt nicht auf Ackerwirtschaft gehen, weil ich halt einfach nicht die Maschinen zum Ansehen und Unterhalt der Felder habe. Aber mir ist aufgefallen, sie haben zumindest bei der Auktion keine Erntemaschine bekommen. Und ich glaube, sie haben auch keine, oder? Nö. Also ich habe nur Mähwerke, Wender, Spader, Ladewagen. Weil ich habe nämlich so im Auge, dass ich mir noch ein Feld kaufe, beziehungsweise eine Ackerfläche. Und wenn Sie oder wir vielleicht so ein bisschen zusammenarbeiten können, habe ich mit dem Gedanken gespielt, dass ich in eine Erntemaschine investiere. Ja. Mit einem 7 Meter Schneidwerk. Und wir uns da vielleicht so ein bisschen zusammentun mit Maschinen, mit unserem Fuhrpark. Und das ein bisschen so gemeinsam handeln. Das wäre sicherlich möglich. Also ich selber habe jetzt halt gerade einen Mulcher, ich habe eine Scheibenecke, ich habe einen Düngersteuer, ich habe einen Miststeuer. Wird eventuell ein Tiefenlockerer oder ein Flug und halt eine Seemaschine fehlen. Ja, aber ich schätze mal, da könnten wir schon so ein bisschen unterhalten, dass wir da vielleicht auch ein bisschen zusammenlegen. Dass wir die fehlende Maschine vielleicht auch noch zusammenkriegen. Ja, also Seemaschine, Tiefenlockerer oder Flug, das ist jetzt nicht das Problem. Aber? Wir könnten auch noch das eine oder andere Feld kaufen. Gut, dann muss ich erstmal also wissen, zu wem ich dahin muss. Normalerweise aktuell bei der Gemeinde zum Herrn Meier. Der hat das gerade ein bisschen unter der Fuchtel, nachdem das ja mit unserem Bürgermeister, naja. So. Ja, ich habe da was in der Zeitung gelesen, glaube ich. Genau, ja. Der ist also. Der ist da ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten. Sag wir's mal ja, so. Der ist. So, ne? Verhindert. Genau. Ja. Nee, aber da könnte man sich sicherlich irgendwie was organisieren. Das ist nicht so das Problem. Bloß haben sie gerade erwähnt, die Maschinen wären nicht so das Problem, aber. Also haben gesagt, Tiefenlockerer und Seemaschine wäre jetzt nicht so problematisch. Ja, aber sie hatten da so ein kleines Aber in der Stimme. Ja, das kleine Aber läuft im Endeffekt darauf hinaus. Also ich habe mir jetzt so 3 Seemaschinen in der engeren Auswahl. So 2 von denen wäre jetzt nicht so das Problem. Die sind zwar ein bisschen teurer. Eventuell kann ich. Also das wäre noch alles nicht das Problem, aber die günstigere der 3 Seemaschinen ist genau die wo ich keinen Träger für habe, der die betreiben könnte. Ich gehe mal davon aus, dass es an der Leistung hapert. Ja, so an den 300 PS. Da habe ich eine gute Nachricht, Herr Petersen. Ja, da steht ein Serion hinter mir. Und wenn der John Deere auch nicht unbedingt so ein Massengrab wird, kommt er auch in die Richtung. Ja, stimmt, das waren 6R, oder? Also gibt's bis 300 PS. Ja, und vor allem, ich sag mal so, ich habe noch mit 295 PS ein Fendt auf dem Hof stehen. Ihr meiner 285. Also von dem her, ich denke, wir kriegen da schon ein bisschen Zugkraft zusammen. Ja. Und ich habe ja ein paar Maschinen, also. Bin mir halt noch nicht so sicher, welche von den 3 Seemaschinen. Die etwas günstigere, klar, die wäre irgendwie so um. Jetzt müsste ich gerade lügen, 20.000 günstiger. Hätte halt aber dann nebenbei auch noch den kleinsten Saatguttank. Naja, gut, ich sag mal, wenn es jetzt da um 20.000 hin oder her. Ja, wenn wir zusammenarbeiten, dann lege ich die halt natürlich mit rein. So ist jetzt nicht. Nee, das ist nicht das Problem. Sagen, ja, das Problem ist halt, ich weiß noch nicht, also welche ich mir davon tatsächlich aussuchen würde. Aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Das ist richtig, bis zur nächsten Aussaat. Wir haben jetzt Mai, das ist ja, kommt ja meist, wobei wir sind da eigentlich in den letzten Zügen, ne? Ja, ich sag mal, wenn wir jetzt, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, wenn wir jetzt noch ansehen wollen würden,
Ja, sollten wir Gas geben. Ja, das ist, glaube ich, gar nicht so viel, was man da aktuell noch ansehen könnte. Nö. Ja, gut, Mais auf jeden Fall. Sojabohnen. Sorghumhirse und, ja, gut, Olivengeschäft ist jetzt nicht unser Ding. Nee. Trauben, ja, nee. Das ist eher mein Ding, aber da bin ich durch. Ja. Also im Endeffekt wäre erst wieder so winterweizenmäßig Richtung September wieder was. Ja. Oder beim Raps, dass der so im August, dass man den wieder aussehen könnte. Gewisse Kulturen. Aber ich glaube, da steht erstmal die Ernte im Vordergrund stehen, weil ich glaube mal, oder sind bei Ihnen die Ackerflächen noch nicht bewirtschaftet aktuell? Weil ich glaube, die gehört auch zu Ihnen, oder? Ja, die gehört dazu. Hm. Das ist, muss wohl noch vom letzten Jahr übrig sein. Ja, aber ich habe nämlich auch das Feld, die Nummer 13, wo ich noch Interesse dran hätte bei mir in der Nähe vom Hof. Wenn ich die kriege, wäre natürlich auch nicht schlecht, weil die wäre auch schon angesät worden, aber wie ich gehört habe, möchte der Bauer eigentlich gerne aufhören. Ja, also ich hab ja Feld 36, 18 und die 20. Die 20 muss wohl noch vom letzten Jahr über sein. Irgendwie ist das ganz schön reif. Ja, das sieht schon ziemlich gut aus, ja. Ja, hier so ein bisschen Schriechenburger Straße, da hinterm Serion ist die 18, das ist angesät. Die 36 ist auch angesehen, wie ich beim letzten Mal gesehen habe, wo ich vorbeigefahren bin. Mhm. Also das wäre ja erstmal nicht so dringlich. Naja, also wäre jetzt eher mal ein bisschen die Pflege, also Begutachtung, was man noch machen müsste an Pflege und dann eigentlich eher das Erntegeschäft. Richtig. Also Düngersteuer hätte ich. Mhm. Sind ja auf jeden Fall schon mal gute Voraussetzungen. Habe ich nicht. Ja, gut, das habe ich jetzt auch noch nicht, aber die Sache ist jetzt die, in welche Richtung soll es denn gehen? Eher mechanisch oder doch eher... Ja, das Problem für mechanisch ist wahrscheinlich, dass das auch... Dass wir zu spät sind. Dass die Pflanzen zu groß sind, ja. Naja, gut, ich sag mal, sonst so. Gut, ich sag mal so, wenn man, also. So teuer sind die jetzt Jahr, nicht. Ja, und wenn man immer ein Jahr nicht, ja gut, dann, ne? Ist zwar für den Ertrag nicht unbedingt hilfreich, aber. Weil ich glaube, fürs Endeffekt geht uns vielleicht so eine mechanische Bekämpfung für die nächste Aussaat, glaube ich, vielleicht besser tun. Wahrscheinlich, ja. Und schont wahrscheinlich auch unseren Geldbeutel. Weil die aktuellen Preise für die Herbizide und so sind ja auch nicht gerade so bombig. Ja. Mhm. Ich verstehe es. Ich habe nämlich da auch mal reingeguckt, weil ich bin nämlich auch mit meinem Hof an der Kippe gestanden. Gehe ich so ein bisschen auf Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung oder dünge ich so dazu? Und dann habe ich die Preise gesehen und dachte mir, nein. Wir warten mal ab, bis wir Kühe haben und dann werden wir mit unserem Mist und unserer Gülle düngen, weil das Geld nämlich nicht in die Hand. Ja, verständlich. Weil das ist momentan wirklich übertriebene Preise. Ja. Ja, vor allem mal so eine Pflanzenschutzspritze kostet halt immer auch ein bisschen Geld. Ja, ich sag mal, wenn man jetzt so Anhängevorrichtungen nimmt, sind wir auch so bei 60.000, 65.000 das günstigste. Und da ist halt noch kein Pflanzenschutz, noch nichts dazu gekauft. Ja, das ist richtig. Und ich glaube, bei den Flächen brauchen wir doch einiges. Ja gut, vor allen Dingen, es gibt ja das System mit der punktuellen Unkrautbekämpfung. Ja gut, das... Wird natürlich einige sparen, aber dafür kostet das System halt ein bisschen was extra. Das wollte ich jetzt auch gerade sagen, weil dann müssen wir ja wahrscheinlich erstmal wieder Traktoren und alles nachrüsten, dass das überhaupt wieder alles läuft. Weiß gar nicht, hat der so ein Ding dran? Nö. Ja, gut, das müsste man ja bei der Spritze Warte mal. Dran haben. Die hat dann ja Kameras. Was hat denn der hier oben dran? GPS-Antenne. Oh. Also ich weiß, dass mein 824 hat die Sensoren dafür. Ach so. Nee, aber es wäre ja ein System, was an der Spritze dran hängt. Mhm. Für
kommt, aber das System kostet irgendwas um die 40.000 nochmal auf so eine Spritze oben drauf. Ja gut, das ist dann natürlich auch was. Das muss erstmal auch wieder alles reinkommen, die ganze Nummer. Ja, das ist vollkommen richtig. Ich weiß ja nicht, wir können ja mal so ein bisschen Preise vergleichen. Weil ich sag mal, ich glaube, so schlimm wäre es jetzt nicht, wenn wir die erste Ernte mit ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen einen minderen Ertrag nehmen durch das Unkraut und im nächsten Jahr dann richtig drauf achten. Ja, das wäre, glaube ich, auch fast das Sinnvollste, also preis-leistungstechnisch wahrscheinlich fast das Sinnvollste. Ja, das glaube ich nämlich auch. Und dann haben wir auch noch ein bisschen Zeit, um uns Angebote für die richtige Technik reinzuholen. Hör doch hier die ganze Zeit irgendein Motorgeräusch. Ja, ich allerdings auch. Ach, was ist. Was ist denn hier schon wieder los? Was macht denn der Meier da schon wieder? Ach, der holt endlich mal die Bäume. Aha. Ja, das ganze Zeug vom Sturm vom letzten Mal endlich mal beseitigt wird. So. Ja, auch Vorteil. Naja, ich sag mal. Der Herr Meier ist nicht unbedingt der Schnellste bei uns. Man sieht, ich glaube, er hat jetzt mal einen Ast mitgenommen und das war's dann mal wieder. Ja gut, aber der Meier hat auch viel zu tun. Aber den könnten Sie zum Beispiel gleich mal fragen wegen Ihren Feldern. Beziehungsweise... Ja, wenn ich ihn irgendwann nochmal also erwische. Ah, verdammte Shit. Hätte ich ihn auch gleich fragen können. Ja. Jetzt ist er weg. Nicht weg. Ja, der wird schon nochmal kommen. Irgendwann. Da gehe ich mal ganz stark von aus. Hält ja jetzt noch nicht so. Nö, das ist richtig. Aber ganz ehrlich, wenn finde ich gut, dass sie da auch nicht so abgeneigt sind. Weil dann würde ich mich nämlich auch mal mit dem Händler in Verbindung setzen. Eben wegen einer Erntemaschine. Und dann können wir ja uns auf dem Laufenden halten. Oder wenn das bei ihnen auch mit den Feldflächen geklappt hat oder mal Hilfe braucht, einfach Bescheid geben. Oder wenn es Maschinen brauchen, kurz durchrufen. Wir sind ja auch nicht so weit auseinander. Nö, das ist richtig. Und dann kann man das ja jederzeit schnell rüberfahren oder abholen, je nachdem. Ja. Ist ja kein Problem. Ja, wenn ich da irgendwo helfen kann. Ja, doch, das kriegen wir schon hin. Okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, meine lieben Zuschauer, wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaltet auch gerne beim nächsten Mal mit ein. Wie das hier mit dem Herrn Petersen und dem Herrn Berger weitergeht. Und wir wünschen euch erstmal einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.